unsere zu Paper Mario Stickers da. Wir sind im Grummelvulkan, wo Mutant Tyranna uns Kersti weggefressen hat. Die drei Jumps hier haben wir besiegt und ja, jetzt geht's ab zum Kampf um den 5. und vielleicht auch letzten Royalen Sticker. Da oben ist Mutant Tyranna, die uns Kersti im letzten Part weggefressen hat. Und da gehen wir jetzt hin. Ah, hier ist die Brücke, die sie zerstört hat. Wow. Okay, auf in den Kampf. Oh je, nee. Okay, Mega Color Eisensprung. Das war schon mal gut für den Anfang. Ah! Nein! Bitte nicht. Okay, ich habe nicht speichern können. Was macht sie denn? Na los, weich auf. Okay. Die erste Runde ist ja schön in die Hose. Oh, je, mein 3D ist wird schwach. Okay. Versuchen wir es wie Super Mario Sunshine. Mit der Wasserpistole. In Super Mario Sunshine haben wir ja, ihr wisst schon, das mit dem... mit dem Wasser. Kennt ihr Super Mario Sunshine? Also ich fand es voll schwer. Ah, das ist gut. Jetzt Hüpfpfuschen. Hüpfpfuschen sind bei dem sehr effektiv. Soweit war es, sind Hüpfpfuschen bei dem der beste Sticker, den es gibt. Hier gibt es angeblich eine Zwischensequenz, wo Kersti... Oh je, zum Glück. Okay, ich liebe Hüpfpfuschen. Das läuft hier jetzt ziemlich gut. Oh ja, auf die Attacke habe ich gewartet. Ja, jetzt ist sie schwindelig und jetzt müssen wir sie umhauen. Dann kommt Kersti raus. Genau. Und jetzt, glaube ich, mit einem Hammer drauf. Den großen Glitzerhammer machen wir. Ach so, nein, wir müssen drauf springen. Wow, ein Knochentrocken? Was macht der hier? Was hat denn der für eine Attacke? Okay. Oh je. Na gut, dann machen wir den Knochentrocken halt schnell fertig. Na los du. Hey! Nein! Jetzt hat sie Kersti drinnen. Oh je. Na los, mach die Wirbelattacke. Nein, die wird mich doch jetzt nicht erledigen. Oder der dritte wird ausgehen. Och komm, ich will die Zwischensequenz mit Kersti. Naja. Wenigstens taumelt sie. Okay, los umhauen. Jetzt. Oh, Hüpfpfuschen haben wir nicht mehr. Dann müssen wir jetzt wohl drauf springen. Ah, die spuckt aber Hüpf von Kersti. Ja, da ist sie. Ratatouille, ja, das ist ein Gericht, glaube ich. Oh je. Okay, komm. Ja, das ist gut, das wollte ich haben. Okay, erst ein einfacher Sprung auf den Knochentrocken. Dann machen wir mal Mega Color Kühlhammer und den Mega Color Auerhammer. Oh, der Knochentrocken ist nicht erledigt worden. Gut. Und jetzt noch den Auerhammer. Oh, das ist gut. Das ist sehr effektiv.
Ich habe nur ein bisschen Sorgen, dass mein 3DS vielleicht ausgeht. Okay, den Klonsprung habe ich noch nie. Was? Ja, wir haben es! Cool, wir haben die Welt, die fünfte Welt abgeschlossen. Oh. Burp! Wir haben es geschafft. Da ist der letzte Royal-Sticker, grün. Sticker sind völlig ungenießbar. Los, haben wir jetzt einen Royal-Sticker. Ja, damit haben wir alle fünf Royal-Sticker. Fehlt nur noch der auf Bowsers Kopf. Ja, einen gibt's noch, aber der ist auf Bowsers Kopf. Tada! Royal-Sticker erhalten. Ja, bitte. Fünf haben wir, der letzte ist bei Bowser. Oh, wieder nix. Als eines des Grummelvulkans Zorn erwacht, wurden von Sperrgeist ihm ein Festmahl gebracht. Ein glitzerndes Sticker erschien auch zu dem Mahl. Doch was er verschlang, das war echt nicht normal. Oh, die Sperrgeist mögen also die auch nicht. Oh, jetzt haben wir 8 Seiten und dem Stickeralbum. Hurra! Aber es ist noch nicht fertig. Hier gibt's noch ein Dings, das haben wir nicht erreichen können, weil wir mit Kersti, ihr wisst schon, Kersti war weg. Und, oh, was macht die Röhre? Oh. Okay, jetzt können wir darüber. Damit, das ist das letzte Dings im Spiel. Dann haben wir alle Dingse, wenn wir das Dings hier jetzt noch bekommen. Ich glaube, das ist hier den... Nein, warte, das wollte ich nicht. Ich will nach ganz oben. Gut. Ja, na los, ganz nach oben. Ganz oben ist die Geheimtür. Ja, ihr wisst, das haben wir nicht einkleben können, weil... uns Kersti gefehlt hat. Nein, falscher Knopf. Okay, hier ist sie. Haben wir die eh noch, die Geheimtür? Ja, da haben wir sie. Dachte ich mir ja auch, wir haben sie ja nicht verbraucht. Ich hoffe, das Bild ist hier jetzt gerade, aber beim Schneideprogramm kann ich sie ja noch gerade sehen. Na bitte. Hey, eine lustige Gitarre. In Mario-Style. Ein M drauf. Na bitte, wir haben alle Dingse. Na dann, war ein spannender Part mit Mutant Tyranna. Na, und dann sehen wir uns im nächsten Part, wo wir in die finale Welt, die sechste Welt gehen. Tja, tschüss.